auf Deutschland. Und darum haben wir ein ganz wunderbares Programm gestrickt. Und wir haben natürlich auch die Technikmeile, wo die Bundeswehr mit ihren Gattungen vertreten ist. Also das sind die Highlights. Kommen Sie und schauen Sie sich das an. Danke, Frau Saale-Eltner. Dann haben wir noch Hans-Christian Bialas. Sie sind der Klosterkammerpräsident aus Hannover. Da gehört auch das Kloster Gut Wöltingerode dazu. Wie kommt denn ein Kloster dazu, beim Tag der Niedersachsen mitzumachen? Das ist in der Tat was Besonderes. Hat es noch nie gegeben, weil wir ja auch keine selbstständige Stadt sind, sondern ein Kloster. Mit einem Klosterhotel, mit einem Klostergut, mit Wirtschaftsbetrieben und einem riesigen Areal. Und da zum Beispiel die Sportmeile sehr viel Platz benötigt, damit alle mitmachen können, sind wir eigentlich der ideale Partner. Und außerdem sind wir mittendrin und wir fühlen uns hier auch sehr wohl und zu Hause und können uns auch nur vorstellen, mit den Menschen, die hier leben und wohnen, arbeiten, auch zu feiern. Und genau das haben wir gemacht, deswegen machen wir mit. Und wir feiern jetzt weiter. Danke, Herr Bialas, danke, Frau Saale-Eltner und danke, Dr. Jung. Nochmal einen Riesenapplaus für die drei Stadtväter und Mütter. Dankeschön. Ich frage mich gerade, wo der Regen herkommt, da ist blauer Himmel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zum krönenden Abschluss des offiziellen Festaktes zur Eröffnung des Tages der Niedersachsen. Bitte begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus und haben Sie Spaß mit dem König von Mallorca. Hier ist Onkel Jürgen Drews. Stopp mal ab. Erstmal, dann sage ich jetzt ganz offiziell, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in dieser wunderschönen Stadt Goslar. Und wir fangen jetzt mal ganz von vorne an. Es regnet auch so schön, das passt alles gut zusammen, Herr Ministerpräsident. Weil wenn, dann will ich schon richtig auf die Bühne kommen. So. Und das Mikrofon lässt du dann an, bitteschön. Das wäre auch ganz toll. Da freut sich der Onkel irgendwann. Sag mal, wir hatten den Ständer hier aufgebaut. Sind Sie gespannt der Erwartungshaltung hoffentlich? Ja? Sie wissen schon, wie das erste Lied heißt. Wie heißt das erste Lied? Wie heißt das erste Lied? Woher wissen Sie das? Komm, wir fangen an. Und jetzt wird es gehen. Zuletzt. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir stehen alle mal auf, wenn Sie das können. Wäre das möglich? Oh Gott, das wird die Honoritäten stehen auf. Von dem König. Verbeugt euch. Das gerne. Alle Fotografen auf die Bühne. Ich stelle mich und mache jetzt eine Showpose. Und Sie klatschen ein bisschen mit. Tun Sie so, als wenn Sie klatschen. War nicht lieb. Ich bin begeistert. Komm her, das ist doch ein gutes Foto. Und jetzt singen wir sogar. Ein bisschen Korkett. Das ist immer frei. Und was ist schon dabei? Die Grillen singen. Und es duftet nach Hort. Wenn wir träumen, Herr Doktor. Herr Ministerpräsident, ist alles noch okay? Kreislauf noch okay? Wunderbar. Dann schaffen wir das alles. Okay. Jetzt sind wir anstrengend. Etwas später. Alles, was es nur gibt.
der Wahnsinn. Ich baue ein Schloss aus Wolken, das sind die Goldenen. Ich bin dein Pilot, der dich immer fliegt. Hör ich durch alles, mit alles, was es nur gibt. Doch ich hab nur ein Schloss, das in den Wolken liegt. Das war's. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich habe mir sagen lassen, 15 Minuten und nicht länger, der Herr Oberbürgermeister und der Ministerpräsident würden sich sonst gelangweilt fühlen. Du siehst richtig Danke, Schatz. Einer geht noch. Ja, pass auf, dann können wir, ihr könnt euch aussuchen. Es hat mal angefangen, meine Damen und Herren, bei einer Gruppe. Ich war zwar schon lange in der Musik tätig, deswegen bin ich das erste Mal durchs Abitur geflogen, das ist wirklich wahr. Ich habe Thomas Mann nicht erkannt im wirklichen Abitur. Wäre Ihnen das auch passiert, Herr Oberbürgermeister? Thomas Mann, Buddenbrooks, 175 Seiten. Unsere Tochter hat es gerade gelesen. Haben Sie es gelesen, Herr Ministerpräsident? Geben Sie zu. Haben Sie Buddenbrooks gelesen? Von vorne bis hinten durch? Wow. Respekt. Gut, also, und zu der Zeit habe ich dann bei einer Gruppe, die hieß Mama, 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 Lou, Les Humphrey Singers. Kannten Sie die, Les Humphrey Singers? Ich könnte es euch vorsingen. Ich muss bloß ganz kurz bei der Technik fragen, weil ich mache hier kein normales Programm. Das könnte die 7 sein. Machen wir die 7, wenn sie es ist, haben wir Glück. Ja? Les Humphrey Singers, Ladies and Gentlemen, Mama Lou. Jetzt mach schön laut.
wieder nach Haus. Jetzt könnt ihr mitsingen. Komm nun in deine Hand. Jeder weiß, wo wir waren. Doch das ist uns egal. Komm nun in deine Hand. Jeder weiß, wo wir waren. Sie können sich jetzt setzen, wie der alljährliche Ministerpräsident. Ich möchte Sie nicht überanstrengen. Du, wir legen uns ein bisschen ins Gras. Das wird uns beiden gut tun. Wenn du willst, nehm ich dich in den Arm. Dann kannst du mich mal ausruhen. Wenn es dir das zu warm wird, mach ich gern den Knopf an deiner Bluse an. Du kennst ja die Hexe. Aber bevor dann die Sonne versinkt, bring ich dich wieder nach Haus. Und jetzt klatscht du. Komm nun in deinen Haaren. Jeder weiß, wo wir waren. Doch das ist uns egal. Komm nun in deinen Haaren. Das können wir verstehen. Wenn die Wunderkerzen brennen und die Sterne schlafen gehen, wird dich Liebe, dich mal nennen, riesengroß am Himmel stehen. Wenn die Wunderkerzen brennen, schreiben sie, ich liebe dich, und das wird für immer am Himmel stehen. Lassen wir jetzt mal so stehen. Auf Wiedersehen, tschüss. Frankie, komm, der Sender wartet. Ich kann nicht bankrott gehen hier deswegen. Dankeschön an Jürgen Drees. Danke dir, mein Lieber. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, liebe Abgeordnete, liebe Ministerinnen und Minister, das war der offizielle Festakt zum Tag der Niedersachsen hier in Goslar. Tschüss, Jürgen. Jetzt macht hier der Landesmusikrat weiter auf der Bühne. Die Stühle werden langsam weggeräumt. Ihr könnt dann also auch ein bisschen näher nach vorne kommen. Heute Abend ab 18 Uhr ist dann die große FFN-Party mit dem Kollegen Jan Zerbst in der Jazzkantine. Das war's von uns von FFN. Vielen Dank euch und Ihnen noch einen schönen Tag der Niedersachsen. Ich muss jetzt schnell zu meinem Sohn, der heute Geburtstag wird, ein Jahr alt. Wir hören uns Montag wieder von 5 bis 10 bei FFN. Dankeschön, tschüss. Das war mal nicht für möglich. Habe ich gestern schon gesagt.